Hallo bei Praxis Müller-Camus. Post-Covid, Long-Covid, das sind Schlagwörter, die in den letzten Monaten natürlich überall rum kursieren. Aber was ist das eigentlich? Man muss Folgendes wissen. Nach einer SARS-CoV, also nach einer Covid-Infektion, ist es so, dass Symptome wie beispielsweise Abgeschlagenheit, Muskelbeschwerden, erhöhte Infektanfälligkeit, Lungenprobleme, Bronchienprobleme, Belastungsdisziplin, das heißt bei Belastung Atemnot. Das alles kann sich noch bis zu 4 Wochen nach einem negativen Befund, PCR-Test negativ, bei einer Covid-Infektion zeigen. Das bezeichnet man dann als Long-Covid. Das heißt, nach dem Feststellen keinerlei Infektionszeichen mehr, können diese Symptome noch bis zu 4 Wochen danach anhalten. Bleiben diese Symptome dann länger, und zwar bis zu 12 Wochen, dann spricht man von dem sogenannten Post-Covid-Syndrom. Und hierbei ist es wichtig, dass diese Symptome dann nicht anderweitig zu erklären sind. Was auch noch eine ganz große Rolle spielt, gerade bei chronischen erkrankten Patienten, dass hierbei dann auch Symptome nach einer Covid-Infektion sich zum Beispiel verstärken können. Das heißt beispielsweise ein über Wochen hinweg, 4 Wochen danach, hätten wir dann ein Long-Covid, länger als 4 Wochen bis zu 12 Wochen bestehenden Post-Covid, beispielsweise beim Diabetiker, dass der dann entgleiste Blutzuckerwerte hat. Das nur mal so simpel als Beispiel. Oder einen Patienten mit einer Herzinsuffizienz, das heißt bei einer Herzschwäche, Verschlechterung der Herzwerte. Das ist also der Unterschied zwischen einem Long-Covid und einem Post-Covid-Syndrom. Wichtig ist auch hier zu wissen, dass die eigentliche Infektion, und zwar die Stärke der eigentlichen Infektion, hier nicht ausschlaggebend ist. Das heißt, man kann sehr, sehr milde Verläufe haben und dann kommt es zu den genannten Symptomen. Und man kann sehr schwere Verläufe haben und es kommt auch zu diesen Symptomen. Das heißt also, die Infektionsintensität ist hierfür nicht ausschlaggebend. Ganz wichtig dann in der Diagnostik bei Long-Covid bzw. Post-Covid-Syndrom ist, und das muss ich nochmal sagen, die Testung auf das sogenannte Epstein-Barr-Virus. Und hierbei zum einen, hatte ich schon überhaupt Epstein-Barr-Virus und wenn ja, ist dieses wieder reaktiviert. Wir hatten es auch gerade heute Morgen wieder bei einer Patientin, die laut Antikörpern nachweislich eine persistierende Epstein-Barr-Infektion hat und sie selbst sagt ganz klar, eine akute Infektion kann ich mich nicht dran erinnern. Deswegen im Rahmen der Diagnostik bei Long-Covid, Post-Covid immer bitte auch an das Epstein-Barr-Virus denken und testen lassen über die sogenannten Immunglobuline, also die Antikörper. In diesem Sinne, einen guten Start in die Woche und bleiben Sie gesund!